so schön Kohle. Sehr schön. Okay. Uff, ey. Das war ja ein Ding. Wie viel bringt so ein Gesichtler? Ah, du bringst dich hier vor. Ja, ich bringe die gerade hoch. Wie viel bringt das da? Uiuiuiuiui. Ja, das bringt alles ein bisschen was zusammen. Komm. Ja. Kann man auch Munition oder sowas kaufen? Leider nicht. Das ist halt der Punkt. Exotische Seide. Schade, dass man nicht so eine Planke bauen kann oder so, damit man schnell, weißt du? Ja, einfach rüberlaufen kann. Ja. Zum Ausfahren, das wäre ganz cool. Oh, ja. Also auch wenn die nicht so lang ist, ich meine, das würde schon ziemlich viel bringen an manchen Momenten. In manchen Momenten. Wow. Also ist schon gut, was wir da bekommen. Ja. Oh ja. Ich glaube, ich kann mir danach tatsächlich langsam die Kanonen holen. Also leisten. Mensch, Shadow. Und du kannst ja dann auch sicherlich nochmal mehr leisten. Ja, neue Hosen. Ja. Was? Das? Du hast keine Hosen? Nein. Ich habe ein Kleid an, das weißt du doch. Ja gut, vielleicht trägst du ja drunter Hose. Das ist ja manchmal... Nein, wenn ich ziehe das dann durch. Ich zieh meinen Roleplay komplett durch. Okay. Du bist ein Kölner. So wie die vorhin, ne? Ja. Ja. Ich hätte an Bord springen müssen und kurz tanzen müssen. Und dann wieder runter. Und dann wieder runter, während der Schlacht. Einfach aus Prinzip. Jawohl. Ah, hast du gerade die Gemüsetruhe etwa mitgenommen hier? Ist das die Gemüsetruhe oder was? Ist der Zucker? Naja. Nee, alles gut. Ich wollte gerade sagen. Die Gemüsetruhe, die brauchen wir ja da unten nicht. Hey, guck mal, da hinten gibt's nochmal so eine Schlacht. Nochmal mit Schiffen. Yay, nochmal 2 Stunden. Yay. Nur diesmal ohne Munition im Voraus. Ja. Ey, wir haben ja über 100 Kugeln verschossen. Ja. Ja, Alter, überleg dir das mal. Also verschossen auch daneben mal ein paar, aber das ist ja... Na gut, also ich muss jetzt aber sagen, es sind nicht viele daneben. Wir haben es wirklich, Ja, eigentlich im Gesamten gut gezielt. Und ja, liegt doch vielleicht auch dran, weil wir viele RAM-Aktionen gemacht haben, dann einfach alles reingeballert haben. Ja, das ist wahr. Das Problem ist halt, die Skelette reparieren halt ihre Schiffe immer wieder. Hab ich gesehen. Und das ist echt, ist echt nervig. Und ich fand das aber cool, wenn du nämlich runtergehst und die daran hinderst, dann, ja, geht das Schiff irgendwann schneller unter. Also, eigentlich ganz nice gemacht. Oh, alles wegbringen. Ja. Das ist so eine Arbeit. Hui. Wären wir doch bloß versenkt worden, damit wir diese Arbeit nicht hätten. Ja, eben. Oh. Ist ja so schlimm. Ach, wo muss ich denn die Skeletttruhe abgeben? Die Truhe wieder beim Zelt. Ach, also bei dem Typen im Zelt. Das ist gleich, da ist so ein Schlüsselsymbol drüber, sehe ich gerade. Ah ja, tatsächlich. So. Oh, der Ritualschädel kommt woanders hin. Der Ritualschädel kommt jetzt hier rein wahrscheinlich, ne? Jo. Wenn du einen Ritualschädel hast, dann musst du den drinnen bei dem Typen, der am Tresen steht, abgeben. Da kriegst du extra Punkte. So. Oh ja. Und der vom, ist vom Skelettkapitän, wo wird der abgegeben? Bei der Frau. Okay. Bei der Alten, wie du immer sagst. Das ist nicht die Alte, die hat noch beide Augen hier. Ach so, stimmt. Die falsche Alte ist das. Also die falsche richtige. Falsche richtige Alte. Ich guck gerade mal, ob der Stitcher... Nee, der Stitcher, der verkauft nur, ne? Der hat schon coole Sachen. Was ist das hier? Oh, bei denen kann man sich auch Kanonen holen, die sehen schick aus.
kann sich beim Stitcher auch einfach Dings holen. 10.000 Gold. Okay. Auch nice. Okay. Das finde ich nicht mal hässlich. Genug Punkte. Oh, nice. Und der gefällt mir auch. Alles mir zu fantasy-like fast schon. Oha. Was? Darf ich dir gar nicht zeigen. bleib mal kurz an Bord. Ich will mal schauen, wie das aussieht. Wow! Die sehen nice aus. Nicer, dicer. Respekt. Die kosten fast nix. Also gefühlt echt nichts. Also wegen, weil du nämlich diese blauen Punkte jetzt ausgibst, die wir gesammelt haben. Achso, für die Kanonen da. Ja, die findest du nämlich bei dem Typen, der, wie gesagt, der am Tresen lehnt. Hier drinne. So. Wo du diese Punkte vereinsetzt. Ja, Marc, das, der Schiffsraid hat sich echt gelohnt. Ja, und wie, Alter. Und hat auch echt Laune gemacht, waren echt geile Kämpfe gewesen. Oh ja. Oh ja. Hätte ich nicht erwartet. Das war, also, ich bin froh, dass du das auch so durchhältst, weil andere geben da schneller auf und sagen dann immer so, oh, ich will nicht mehr, wir verlieren. Nee, das ist genau meins. Das ist genau, ja, das mag ich. Sowas mag ich. Weil ich auch so einer bin, der immer mit dem Kopf durch die Wand. Also, jetzt mach ich mir aber mal einen richtigen Piraten. Oh ja, bitte. Spielt ihr doch drum. Nehme den tatsächlich doch. Nicht schön. Ah, das konnte ich leider nicht mehr bekommen. Ah, schon nice. Ah, sehr schön. Also die Kanonen, ich meine, klar, die sind jetzt ein bisschen over, aber die, ich finde die schön. Kann ich andere Kanonen noch holen? So. Oh ja. Nicht ganz, nicht ganz. Also ich habe schon eine Kanone im Blick, aber die kostet noch ein bisschen wenig mehr. Leider. Aber die, die wir haben, die sind schon. Okay. Die wollte ich da hinten packen. Damit es nicht stört. Achso, ja, genau. Hier noch was? Nee. Aber hier auch nicht. Wo ist denn die? Ach, da hinten ist die Truhe. Achso, ich wollte mir noch eine schönere Lampe holen. Irgendwann mal. Ich wollte meine alte haben. Au ja. Boah, ich muss dir das gerade zeigen. Ich bin gerade. Sieht so gut aus. Gerade ein bisschen irritiert, weil bei mir wird die Kleidung gerade nicht angezeigt. Oh, diesen Fehler gibt's manchmal, das ist echt blöd. So, wenn ich dann nochmal einfach reingehe ins Menü. Probier's mal aus, ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Nö. Komm, dann machen wir hier. Funktioniert nicht, egal, dann mache ich das eben so. Das ist geil, was es hier alles gibt, ey. Oh, tiefschwarzer Krakenrumpf und Strich. Okay, brauche ich hier noch was? Oh, warte mal. Wenn ich das nicht brauche, dann nehme ich mir das da.
Das hier wollte ich dann. Und dann nehme ich mir die hier. Habe ich noch Geld? Ah, schade. Oh ja. Das sieht gut aus. Ich muss dir das gleich mal zeigen. Das sieht so... Ich find's schick. Hä? Was ist denn das jetzt? Okay, ich habe ein Problem. Ich kann das Kleid nicht ausziehen. Du siehst auch so hübsch aus. Ich weiß. Hä? Die sehen schick aus. Was? Was denn? Was ist denn das jetzt? Aber das müsste eigentlich vielleicht nach einem Reload, Reloggen oder sowas. Ach, warte mal jetzt, warte mal. Ach, jetzt funktioniert's. Ach, ich muss das manuell ablegen. Ach so. Ach, deswegen wird mir das dann auch nicht angezeigt. Ah, das ist ja doof. Okay, das sieht echt nice aus. Jetzt brauchen wir nur noch einen dunklen Anstrich. Oh ja. Ich mag das. Habe ich noch einen dunklen Anstrich? Ja, da haben wir das hier. So. Da. So hell. Haijäger. Jäger. Nee, das ist zu hell. Das wäre noch was. Ja, das nehme ich mir. Ich weiß nicht warum, aber das gefällt mir gerade so extrem. Yo. Hab ich noch so schöne Segel? Nee. Kann ich mir irgendwelche noch holen? Na. Kosten alle so viel. So. Okay. Du musst mir sagen, wie du unser neues Schiff findest. Jo, ich komme jetzt auch gerade wieder. Hat ein paar schöne neue Sachen. Wo wir bei schönen neuen Sachen sind. Wir brauchen noch ein paar Kanonen. Also was ich jetzt noch gerne probieren würde, wenn du Lust hast. Gerne. Könnten wir ja noch einmal gucken, wie das mit dem... Oh. Oho. Nur der Gürtel hält den Bauch, hä? Huh? Oh ja. wir könnten gucken, wie wir diese Truhen aufmachen, weil ich muss auch langsam... Ja, ich habe eben mal auf die Uhr geguckt. Ist ja schon ein bisschen spät, ja. Nein, ich meine, ist noch alles gut. Nee, also tatsächlich so, ja, bei mir wäre es dann irgendwann demnächst soweit. Einfach nur gucken, wenn wir die Truhen gerade haben, dass wir die vielleicht zumindest eine mal aufmachen. Ich habe keine Ahnung, nämlich was drin ist. Und ja, wie gefällt dir das neue Schiff? Achso, ich habe mir das Schiff jetzt gar nicht angeguckt. Ich war so mit Tanzen beschäftigt. Nimm noch ein paar Kugeln mit. Oh ja. Schick. Neuer Anstrich. Mir gefällt's. Ja, guck dir mal das neue Steuerrad und so an. Gut, das ist jetzt halt noch nicht. Ne, also wenn das respawnen würde, würde es nochmal schöner aussehen, aber dass er jetzt zerschossen ist, also hey. Ist auch neu alles. Oh ja. Nice, ne? Ja. Das leuchtet auch so schön in der Nacht. Ah. Endlich nicht mehr übers Steuerrad stolpern in der Nacht. Ja, ist genau dafür gedacht. Genau für die Leute. Oh, ich habe eben gedacht, auf der anderen Seite der Insel ist auch ein Schiff. Okay, ich bringe nochmal 22 Kugeln mit, auch wenn das jetzt nicht viel ist, aber... Na, immerhin. Damit wir zumindest irgendwas da haben. Ich habe mir sagen lassen, dass das... Übrigens, die Kanonenkugeln tue ich unter die Glocke. Da kannst du nämlich direkt rausnehmen. Ah, okay.
Spawnen die eigentlich in den Truhen da wieder? Also in den Kisten hier? Ja, die spawnen irgendwann. Nur jetzt gerade. Gibt's also es gibt bestimmt irgendwo noch welche, aber ja. Müssten wir suchen. Ich bring nochmal ein bisschen Proviant dann auch gleich mit. Jawollo. So. Da 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 da. So. Ah, ich habe auch nur 4. Sehr gut, sehr gut. 5, ich habe 9. So, übrigens, wer Lust hat, kann auch gerne mal auf Twitch zum Flo gehen und auch mal vorbeigucken. Der streamt nämlich gerade, ist der andere Kollege hier, der das Schiff so gut lenken konnte. Ich spüre den Sarkasmus. Eine Erschütterung der Macht. Es gibt keinen. Es ist nicht der Sarkasmus, den du spürst. Das ist nicht der Sarkasmus. Was machst du hinter mir? Hä? Es ist nicht der Sarkasmus, den ich spüre. Was machst du hinter mir? Also. So. Okay. Es ist spät. Es ist sehr spät. Ich hab gerade echt lang gebraucht. Aber du weißt ja, der Groschen fällt bekanntlich in Münzen. Ja, spätestens wenn du weitergefahren bist und ich noch auf der Insel bin. Bist du echt noch auf Ich bin auf der Insel, verdammte Scheiße. Nein, oder? Ich hab doch gesagt, ich hab doch. Ich weiß es ja nicht. Ah, fahr weiter, da kommt die Meerjungfrau. Bitte wenigstens die mit der Augenhöhle. Nein, nicht mal die Augenhöhle tut mir den Gefallen. Ich kann dir das rufen. Ich weiß es ja nicht. Es tut mir leid. Nein. Hab's da. Bist du da? Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich hab jetzt noch 9 Kugeln da reingetan. Ich weiß es ja nicht. Das war keine Absicht. Ich bin erschüttert. Ich hab mir gerade gedacht, also das war ja das, deswegen habe ich nachgefragt. Du sagst jetzt so, was machst du da hinter mir? Und ich dachte so, hä? Meinst du, dass ich jetzt losfahre oder was? Aber dann habe ich gedacht, ach so, das war nur der Witz. Also. Oh Gott. Oh je, ich sehe schon. Du, ich stell die Obstkiste auch mal hoch, dass wir uns oben heilen können. Nicht immer gleich runterrennen müssen. Ah. Oder? Sehr gut. Wenn ja, da was in der Obstkiste ist, ja. Ja, ich habe gerade ein bisschen was reingetan. Ich mach's neben die Kanonenkugel. Perfekt. Alter, die Dinger sehen geil aus. Ja, so. Ich hoffe, wir sehen nochmal das ganze Ding in Dunkelheit. Das ist da bestimmt. Also, das ist Schaufel, das ist kein. So, jetzt. Gucken wir mal. Wir gucken mal. Ja, also auf der Insel scheint noch. Also, ich sehe noch nichts. Ich zieh mal hier die Segel hoch. Ja, stimmt! Die schöne neue Jacke, alles nass, nur weil der durchfahren muss. Ey, stimmt! Nee. Moment, ich ist kein Problem, ich gönn mir einfach Pauls Gehalt. Ach so. Und dann hole ich mir eine neue. Also auf der Insel ist nichts. Also kein rotleuchtender. Okay. Aber dann da wären halt ein paar Fässer. Ach du. Ach, die paar. Links ist noch eine Insel. Links? Ja, also ich sehe da Palmen. Ich guck gerade noch, aber ich glaube, da ist keiner. Nee, da ist keiner. Hätte ja sein können, dass er auf der anderen Seite... Da ist was. Da ist was im Wasser. Wo? Ja, wir fahren direkt vorbei. Okay. Ach, scheiße. Hat sich aufgelöst schon. Okay, gut. Ich halte auch links auf diese kleine Insel mal zu. Jo, mach das. Vielleicht finden wir auch nochmal was. An diesem Typen da. Typen-Skelett-Monster. Ich frag mich echt, was in diesen Aschetruhen ist, wenn die doch so gehypt sind jetzt. Da werde ich ganz aufgeregt. Ich hör erst schon bimmeln. Ja, da hörst du die Glocken bimmeln. Ah, ich bin zwar fett, aber ich habe einen Wahnsinnsstand. Bitte? Ich hab gesagt, ich bin zwar fett, aber guck mal, was ich für ein Gleichgewichtssinn hab. Ah ja, glaubst du mal. Fahr ein bisschen... Aua! Ich hab's gesehen! Was denn? Ich war unter Deck, was hast du denn? Das war ein Zäpfchen von Ratiofarm, das du mir da reingeschossen hast. Ja, nur für dich. Guck mal, vor uns sind noch ein paar... Ja, ich hab sie schon. Oh, es gibt nicht. Ich treff ein Stück, es ist schon wieder weg. Okay, krass. Ich treffe echt ein Stück Haifleisch im Wasser. Aber so eine riesige Kiste.
Ja, Mensch, was machst du denn auch immer nur? Ist wer am Steuer? Ja. Aber dass wir so Tiefgang haben, hey. Guten Tag. Ich guck mal kurz, ob irgendwas reinläuft. Dann kannst du mal um die Insel fahren. Alles klar. Ja, ich glaube, ja, wir hatten Glück. Sehr gut. Ich guck gerade, ob da irgendwas ist. Was ist denn das? Ach, das ist ein Busch. Ist eine Schlange, die ich gesehen habe. Was? Ach ja, tatsächlich. Gesamte Mannschaft, halt! Da ist eine Schlange. Ne, da ist auch nichts. Okay, hier ist nichts. Nee. Wo gibt's denn die nächste kleine Insel? Direkt geradeaus ist was. Da kommen wir her, glaube ich, oder? Nein, ich glaube nicht. Nee, stimmt. Könnte sein, dass es wieder eine andere ist. Ja. Ich glaube, von da links kommen wir, kann es sein? Ich gehe mal hoch. Die Navigation. Nee, da kamen wir her. Die linke hatten wir nicht. Also unten auf der Karte siehst du ja, wie du hergefahren bist. Was für eine Karte? Achso, du bist auf der Karte. Ah ja, ja, okay, ja. Okay. Ich habe gerade gedacht, wo ist da jetzt eine Karte? Ja. Siehst du.